Fühlst du dich ganz wie die Hei, gell, Julia? Tu doch nicht so blöd, Thomas. Wo wirst du an in unserer Situation? Schau, so eine Situation ist mir völlig unvorstellbar. Das glaube ich dir gerne. Hör doch auf. Wenn ich da wohne, ist doch das selbstverständlich, dass das geht. Wir sind ja schon vor da gewesen. Als Verlobte. Wegen der Julia zahlen deine Eltern die Wohnung überhaupt. Also bitte, Thomas. Wir würden natürlich auch etwas zahlen. Und das ist ja nur vorübergehend. Nur bis... Bis? Bis meine Mutter sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Lucky, das herzige Hochzeitsbärli wohnt jetzt wieder bei uns. Ich gehe wieder pennen. Jetzt hure sehe ich nochmal, das ist wirklich nicht zum Aushalten. Was haben wir denn eigentlich verbrochen? In seinem Quatsch tun sie es, wie wenn wir eine Bank ausgeraubt hätten. Und ihr verbreitet die Stimmung, als wie wenn jemand gestorben wäre. Wir sind glücklich und verliebt und verheiratet. Im Gegensatz zu euch, wenn ihr so ein Puff bis im Bach habt. Keine Angst, wir bleiben nicht lang. Julia, heute am Nachmittag gehen wir zu meiner Mutter und besprechen alles. Und wenn sie sich beruhigt hat, wird sie eine Lösung finden. Und dann sind ihr uns wieder los. Julia, ihr könnt bleiben, solange dass ihr wollt. Das ist dein Zuhause da. Falsch. Ich bin ihr Zuhause. Sollen wir Mami und Papi sein Schlafzimmer nehmen? Ja, klar. Das passt doch super. Was ist los? Gibt's nichts zu essen? Ich habe keine Zeit, sorry. Hättest du lieber etwas Warmes wollen? Ja, klar. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ja, die Julia auch. Sie war in der Schule. Ja, wir könnten ja auch vorkochen oder so. Also ehrlich, Maurizio. Jetzt kannst du vorkochen. Was willst du eigentlich? Primi, Secondi, Dolce? Am Maurizio, seine Mutter ist eine irrsinnige Köchin. Er ist sich das halt so gewöhnt, da kann er gar nichts dafür. Ja, nur Hunger, das ist alles. Du musst jetzt gar nicht so tun, wie wenn ich so ein typischer Klischee-Italiener wäre. Du tust ja so, nicht ich. Im Tieffrühler hat es noch Lasagne. Soll ich die für dich warm machen? Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Für mich nicht. Danke, Julia. Du musst uns da sicher nicht bekochen. Hey, für den Maurizio soll nicht einfach da zu wohnen. Er hat sich das halt auch anders vorgestellt. Und für ihn mache ich das gern. Verstehst du? Ich mache das gern. Also, erzähl. Was ist denn so wahnsinnig an dem Maurizio? Der Sex. Ja? Er ist einfach ein irrsinniger Liebhaber. Wie willst du das beurteilen können? Ist ja dein erster bis jetzt. Ja, ich weiß es einfach. Das merkt man doch. Also gut, was macht er denn so Wahnsinniges? Ja, es stimmt einfach alles. Ich meine, wir schaffen es. Also manchmal... Was? Dass wir zusammen das genau gleiche Timing haben. Ah, okay. Und wegen dem Timing haben wir dann auch gerade heiraten müssen? Ja, sicher nicht nur wegen dem. Aber es ist dann kein Beweis, dass man zusammenpasst. Ah, Julia, gute Liebe, aber gibt es viel auf dieser Welt. Und du hast erst einen ausprobiert. Wie soll man denn wechseln, wenn etwas einfach stimmt? Eigentlich wünsche ich mir ja auch so etwas. Aber anstatt einem guten Latin Lover lege ich mir so ein unentschlossenes Burschen bei deinem Bruder zu. Lotta, was ist das? Das ist eben das Demo-Tape. Wie findest du? Ich weiß nicht. Ich finde es noch schwierig, aber hey, irgendwie hat es noch etwas. Kannst du mir wenigstens sagen, wie lange das noch geht? Bist es du, Maurizio? Hallo. Lucky, du bist es. Ist etwas? Hallo Lotta. Hallo. Wer wohnt jetzt eigentlich in diesem Zimmer? Du oder der Lucky? Ist das so? Oder ist das nicht so? Was ist das für ein Scheissverhör? Lucky, das ist doch kein Verhör. Ich habe das Gefühl, dass dir Hund miserabel geht. Es ist ja kein Wunder, was du mit deinen Eltern erlebt hast. Aber bitte, sag mir, ob du wieder etwas nimmst. Sehe ich so aus? Überhaupt nicht. Aber du bist so komisch in letzter Zeit. Das ist meine Sache, verstanden. Kümmere dich um dein eigenes Seich. Lucky. So. Ich hab dich wirklich gern.
sorry. Wissen Sie, wenn Julia wiederkommt? Hey, sag doch, was du hast. Maritia, bitte. Bleib keine Sekunde länger hier. Was ist denn passiert? Passiert, du bist gut. So, ich glaube, ich bin weder altmodisch noch besonders intolerant. Aber was hier abgeht, das ist einfach zu viel. Ja, jetzt erklär doch, was los ist. Okay. Ich habe gedacht, die Brüder sind schwul. Ist er, glaube ich, auch. Okay, das geht ja, das ist okay. Aber warum pennt er mit der Lotta und die Lotta mit dem Luki? Und was ist eigentlich der Luki und was ist die Lotta? Pervers, sage ich, pervers. Sag mal, spinnst du? Wie kommst du auf so Zeug? Ich will es gesehen haben, mit meinen eigenen Augen. Wie die zusammen im Nest sind? Ja, kurz davor oder kurz danach. Und was mit dir ist, weiss ich auch nicht genau. Mit mir? Ja, du hast ja auch mal etwas mit dem Luki gehabt. So, jetzt langt es. Ich habe mal ein bisschen für ihn geschwärmt, in göttischer Weise. Aber dich liebe ich und dich kann ich heiraten. Langt das denn nicht? Julia, ich kann nicht mehr länger hier bleiben. Das geht einfach nicht. Das verwirrt mich irgendwie.